Wir befinden uns im VW Taigo mit der Ausstattungslinie Style. Das heißt, er hat ein Digital Cockpit Pro und das Ganze hier stellen wir jetzt einmal vor. Hier haben wir das Multifunktionslenkrad. Hier unten, so ein bisschen ausgenommen, das ist die Lautstärkeregelung. Die ist für das Radio und für die Navigation zuständig, jeweils was gerade aktiv ist. Also wenn das Navi spricht und hier lauter leiser macht, wird die Ansage auch entsprechend angepasst. Dieser ganze Bereich ist eigentlich die Travel Assist IQ Sache, also sprich Tempomat. Hier kann man ihn einschalten. Hier kann man mit Restore die Geschwindigkeit auswählen, die das Auto über die Verkehrsschilderkennung zuletzt erkannt und ausgewählt hat. Mit Set kann ich die aktuelle Geschwindigkeit auswählen und mit dieser Taste kann man hoch und runter machen. Das heißt, wir können da in 10er Schritten die Geschwindigkeit anpassen und wir können hier nochmal zwischen ACC nur, also nur Abstand, und IQ Drive Travel Assist auswählen. Mit 0 und 1 können wir das ein- und ausschalten. Dazu haben wir auch nochmal ein separates Video gemacht. Und wenn ich den hier auswähle, dann kann man hier unten quasi den Abstand bestimmen. Also erst in der Mitte drücken und dann kann man den Abstand zum Vordermann vergrößern oder verkleinern. Wenn der aktiv ist, bereits auf einer Geschwindigkeit, dann kann man auch mit hier oben und unten in einer Schritten die gewählte Geschwindigkeit anpassen. Hier auf der rechten Seite haben wir die Sprachsteuerung, die View, mit der man die Ansichten steuert, und hiermit kann ich die Radiosender wechseln und mit dem allen hier hoch und runter und links und rechts können wir das Menü steuern. Das zeige ich jetzt aber mal im Detail, indem wir mal nach hinten scharf stellen. Und wenn ich jetzt auf View klicke, dann ändern sich hier die Ansichten. Ich mag persönlich dieses Klassische, aber das ist natürlich Geschmackssache. Und wenn ich jetzt hier mit den Schaltwippen nach links und rechts gehe, dann sehen wir, dass hier oben so ein Menü ist, wo wir hin und her springen können. Hier bei den Fahrdaten kann ich ja mal zeigen, da kann man jetzt zum Beispiel hoch und runter gehen. Verkehrszeichen, Reichweite, Übersicht. Da zeigt er dann hier an, welchen Verbrauch wir auf welche Strecke haben und den aktuellen Verbrauch, die gefahrenen Kilometer, die Öltemperatur, die Verkehrszeichen, die erkannt worden sind, die Geschwindigkeit, die Reichweite. Und all solche Sachen sind hier unter den Fahrdaten zu finden. Und mit links und rechts kann man hier immer hin und her springen. Das sind immer die Assistenten. Das ist die Navigationsansicht, die jetzt gerade nichts anzeigt, weil da nichts hinterlegt ist. Aber ich starte einmal kurz die Routenführung zu einem Ziel. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Jetzt sehen wir, dass wir 40 Meter nach geradeaus und 2,6 Kilometer haben und um 18.13 Uhr da wären. Da unten sehen wir nochmal die gefahrenen Kilometer. Das hier ist alles für den Travel Assist als Information. Da kann ich jetzt nochmal zeigen, wo das scharf ist. Jetzt ist er nicht da. Jetzt ist er da. Und wenn ich ihn dann Set drücke, dann und während des Fahrens, dann würde er jetzt hier auch nochmal grün werden. Auch dieser Bereich, das ist der Spurhalteassistent, würde dann auch nochmal grün werden, wenn er die Linien erkennt. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Das ist Audio. Hier kann ich hoch und runter. Telefon. Hier kann ich Kontakte auswählen, Gespräche annehmen, etc. Ja, jetzt sind wir jetzt eigentlich schon einmal durch. Nun haben wir noch die Möglichkeit, andere Ansichten zu wählen. Das machen wir hier über View. Dann haben wir diese Ansicht. Jetzt kann ich hier noch mal so ein bisschen durchswitchen und wir sehen dann quasi so in groß diese Informationen. Hier unten würden dann immer die Kilometer angezeigt werden, die wir gerade fahren. Und wir halten auch Informationen, in welchem Gang, also parken. Der hat hier ein DSG-Getriebe. Wir uns gerade befinden.
Nächste View-Ansicht. Hier haben wir auch diverse Informationen, die wir aufrufen können und hier nochmal so ein bisschen hin und her springen können. Die Unterscheidung im Wesentlichen, weil dass wir hier links und rechts nochmal Zusatzinformationen haben. Jetzt wähle ich nochmal die dritte bzw. erste Ansicht. Das ist das Klassische und wir haben die Möglichkeit über das Infotainment-System, wenn wir auf Car gehen, dann auf Auswahl und dann auf Digital Cockpit. Dort haben wir drei Ansichten zur Auswahl. Klassik, Ansicht 1, Ansicht 2 und 3. Wir befinden uns jetzt hier in der Klassik-Ansicht. Und wenn ich das und damit kann ich dann im Infotainment-System das hier und das hier konfigurieren. Da haben wir auch nochmal ein separates Video, bei dem das nochmal detaillierter dargestellt wird. Ich kann mir dann hier die Höhe, den Kompass, Zielinfos, die Reichweite, die Verkehrszeichen, die Zielführung, Fahrerassistenz, Fahrzeit, Fahrstrecke, Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen. Selbiges natürlich für die rechte Seite, Verkehrszeichen, Zielführung, Fahrerassistenz, Fahrzeit, Fahrstrecke, Verbrauch, Beschleunigung, Audio, die Höhe von 35 Meter, den Kompass, die Infos zur Zielführung, wann wir denn da wären, hier wäre die Reichweite und dann sind wir eigentlich auch schon einmal durch. Des Weiteren kann man am Cockpit, haben wir hier natürlich noch hier rechts, das ist der Scheibenwischer, einmal runter, dann wischt er, ein hoch, wäre mit Regensensor 2, 3, es sind halt unterschiedliche Geschwindigkeiten. 1 reicht in der Regel aus und mit diesem kleinen Schalter hier kann man das dann nochmal beschleunigen. Auf der linken Seite haben wir zum einen, wenn wir ziehen, das Fernlicht, wenn wir nach hinten drücken, Dauerfernlicht mit Assistenten. Das ist das A in der Mitte. Wenn ich das jetzt wieder wegmache, dann ist gut. Das wäre links blinken, rechts blinken, das wäre mit Warnblinker und wenn ich jetzt hier drauf drücke, seitlich auf den Schalter, dann haben wir auch nochmal die Assistenten, die es in diesem System gibt. Die kann ich dann wieder hier über die Lenkradtaste steuern und zum Beispiel aktivieren oder deaktivieren. Aber das ist schon ganz sinnvoll, wenn man das alles anhat. Und hier könnte man auch noch auf den Begrenzer wechseln, also einen Limiter, damit man eine gewisse Geschwindigkeit nicht überschreitet. Front Assist ist jetzt deaktiviert, wollen wir natürlich nicht. Das ist schon gut, wenn er an ist, auch wenn wir ihn hoffentlich nicht brauchen. Ganz links finden wir die Motortemperatur, ganz rechts den Tankstand. Also ganz oben wäre ganz voll und unten ist halt entsprechend leer. Hier haben wir nochmal eine Uhrzeit, die erkannte Geschwindigkeit, Temperatur. Wir haben am Lenkrad selber auch noch Schaltpedals. Hier kann man quasi Plus und Minus. Und wenn man hier auf Plus länger drauf drückt, dann geht er einfach auf Off. Das würde bedeuten, er wechselt in den Automatikmodus. Hier noch einmal kurz die Übersicht, wie wir das auswählen. Wir gehen auf Car. Dann wählen wir Aussicht Digital Cockpit und dann haben wir quasi das hier. Das ist die Ansicht, die wir jetzt ausgewählt haben, Verbrauch und Zielinfos. Es gibt auch Ansicht 1, die man jetzt hier noch konfigurieren kann und 2 und 3. Das sind so quasi Schnellwahltasten, die man dann nach Belieben einstellen kann. Auf der linken Seite haben wir hier oben die Türverriegelung, die Fensterhebe- und Spiegelverstellung. Die brauchen wir im Prinzip auch nur an. Klicken oder tiefer drücken, dann geht der Automatikmodus. Hier ist nochmal die Kindersicherung. Also als kleiner Überblick. Und hier drüben haben wir jetzt nochmal den Lichtschalter, der ist auf Auto. Das ist der Optimalmodus, um so dass das Auto von alleine das Licht anschaltet bei Bedarf. Das passt alles. Wenn man den rauszieht, dann werden die Nebellampen aktiviert. Wenn man zweimal rauszieht, auch noch zusätzlich die Nebelschlussleuchte.
Wenn man in den Parkmodus möchte, dann kann man sonst auch, wenn das Fahrzeug abgestellt ist, natürlich einfach den Blinker nach links machen, also wenn die Zündung aus ist, und dann wäre das Parklicht links, oder sonst Blinker rechts, der rechtes oder das rechte Parklicht aktiv. Ich hoffe, dieser Einblick in das Cockpit hat dir ein wenig geholfen. Und wenn du dieses Video magst oder es dich vorangebracht hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und wenn du dich für dieses Video bedanken möchtest, dann abonniere gern den Kanal. In diesem Sinne hoffentlich auf bald und dir alles Gute. Tschüss.